Ja, hallo. Das ist ja meines noch nichts, der Modell von Up. Ja. Wollen wir doch am U-Boot weiterbauen. Deswegen muss der gerade eben vorgestellte Flugzeugträger weg. Yep. Und das U-Boot muss mal wieder her. So kann es auch mal zugehen von einem Projekt zum anderen. So. Schön langsam da herrichten. Gut. Mir ist da was aufgefallen oder so oder eingefallen, während ich da hier so das Teil da auf dem Fußboden gelagert habe, damit sich das da wieder ein bisschen einrenkt. Ja. Das ist jetzt keine so idiotische Frage. Wie ist denn das eigentlich, wenn man das Ding hier so an den Bohrungen einfach mal aufhängt? Dann müsste es doch eigentlich nach Gesetz der Schwere auf jeden Fall gerade sein. Und wenn man Platzprobleme hat, ja, vielleicht ist das so eine Art Zwischenlösung. Ich hänge das halt auf wie ein Räucherhering oder so. Hat das mal jemand probiert? Vielleicht mache ich das mal. Das ist ja einfach, es muss ja nicht durch die Bohrung sein, es kann ja auch hier so sein. Hauptsache, ich breche nichts durch. Oh, und es wird 90 Grad und im Lot, sagen wir mal so. Warum soll ich das nicht mehr aufhängen? Könnt ihr mal unten reinschreiben, was für ein Wahnsinn das ist, was ich mir jetzt gerade so hier so, was mir gerade eingefallen ist. Aber wir kommen jetzt zur Folge 15. 14. 14 ist es erst. Entschuldigung. Folge 14. Ein bisschen vielleicht noch rauszoomen. Mein Gott, der Bauplatz wird immer kleiner, habe ich das Gefühl. So, fangen wir mal an. Oh, ich habe bloß noch zwei Folgen, danach ist Ende. Mit dem Paket 2. Okay, ich hoffe, ihr habt den ersten Schreck überwunden von der Idee mit dem Aufhängen. Wie gesagt, ernst gemeint, schreibt mal rein, würdet ihr das machen oder nicht. Ich probiere es vielleicht mal aus und hänge mal zwei, drei Schiffchen auf. Guck mal, was passiert. Und ansonsten geht es vielleicht morgen in den Baumarkt. Helling, Zeug bauen, holen, kaufen, ein Brett, ein paar Winkel und ein paar Schrauben. Muss mal gucken, was ich so finde, ob ich mich durch das Gewühl da drängen kann beim ersten verkaufsfreien Tag oder so, nicht? Aber zur Folge 14, U96, da haben wir zum Glück bloß eine Platte. Ist da nochmal aufgefallen, ich habe die jetzt hier doppelt und die andere hat mir gefehlt. Ich denke mal, bei der Kontrolle von der Lieferung habe ich wahrscheinlich nur die Platten durchgezählt oder habe nur genickt und ich werde sie wahrscheinlich auch nicht mehr finden, die andere Platte. Ist vielleicht ganz gut, dass ich die Folge 13 nachbestellt habe. Sei es wie es ist, wenn ich die Platte noch finden sollte, die andere melde ich mich. Bin selber gespannt, ob das noch aufzufinden ist, das Teil. Und ansonsten, hey, wenn jemand ein Problem hat, wenn ich die nicht zu morgens, die zweite habe ich noch da, schreibt mir an und dann schicke ich euch die zu, wer sie braucht. Was war denn das? Ja, hoffentlich die Holzleimflasche neu auslaufen tun sie nicht. Okay. Ja, ich hoffe ja, jemand braucht mal meine Hilfe. Auch ein Noob kann Hilfe geben. So, hier kommen wir gleich die ersten Bauteile und Bauschritte. Die sind mir aber jetzt nicht so wichtig. Ich will noch mal zeigen, was wir hier hinten haben oder gucken. Das Ende der Western Prince, was ist das eigentlich? Ein 10.000 Bruttoregistertonnen Frachter. Ja, gut, da müssen wir mal ein bisschen rumlesen wieder. Schöne Frachtschiffe. Ach Mann, ich glaube, die Sparte ist viel zu dünn besetzt. Frachtschiffe bauen, na gut, die sind auch nicht so bekannt. Da böllert es ganz schön rein in so einen Konvoi. So ein Galeitzug, genau. Der Schwerpunkt verlagert sich, ich denke mal, heute Abend bei mir auch noch.
noch den ein oder anderen Glühwein und ich muss mal gucken, dass ich hier nicht über die Sesselreling gehe. Jetzt haben wir hier noch ein Kriegstagebuch, Einträge vom 14. Dezember 1940. Getaucht zum Nachladen der restlichen 2G7E. Also ist es doch irgendwie eine Torpedoart, Variante des Torpedos. U25 übernimmt Torpedos. Und dann hier, uiuiui, jetzt muss man sich mal überlegen, ein U-Boot auf ein Holzkern. Oh, hätte ich da Vertrauen. Junge, Junge, Junge. An Bord des von Wilhelm Bauer entworfenen U-Boots Seeteufel. Also, das muss ich dann auch mal lesen. Haben Sie das echt so probiert? Naja, aber wir bauen ja an was anderem jetzt rum. So, und zwar an diesem Teil. Naja, mal schnell anfangen, damit die Folge nicht zu lang wird. Gehen wir schnell beschriften und dann boah, schauen wir weiter. Teile sind rausgetrennt. Ja. Und was wollte ich noch sagen? Ja, genau. Nur hier müsst ihr aufpassen. Da wäre ich fast reingetappt in die Falle. Könnte den einen oder anderen passieren. Wenn ihr das Teil hier so beschriftet, dann ist die Nummer weg. Ja, also guckt, dass ihr da hier das nicht gerade auf das Teil beschriftet, was ihr dann wegwerft. Ja. Ansonsten aber kein Problem. Und dann würde ich mal sagen, wir fangen mal an mit der Passprobe vom L2. Ja gut, okay. Ich kann ja hier nochmal 2L hinschreiben, aber ich denke mal, das ist klar, das müsste das Teil sein. Dann hängen wir erstmal die 53 ein. 53. Das sieht irgendwie komisch aus. Moment, Moment, Moment. So, hängen wir das ein. Wenn wir im Bild sind. Wenn wir natürlich im Bild sind, dann hängen wir das so ein. Oh, muss man vielleicht noch ein bisschen anders positionieren. So. Damit wir nicht ganz dumm sterben. Und ein bisschen rauszoomen vielleicht wieder. So, die 53 endlich können wir weitermachen. Das war das Teil. Das sollte dann so passen. Das ist okay. Ja, dann machen wir die 54. Ja, die sollte. Moment, das passt nicht, weil das ist die 54. Das ist das Ding. Dann machen wir die 55. Ja, so als Anfänger macht man vielleicht vieles anders. Das sieht doof aus.
Ja. Weil das muss ja natürlich dann so rein. Na. Ja, da muss man ein bisschen drücken dann, sonst springt das Ding raus. Und dann machen wir die 57, wo bist du denn? Ich habe auch noch die 56. Oh, ja. Ah ja. 56. Sieht komisch aus. Ui, was habe ich denn eingestellt? Sieht aber echt merkwürdig aus. Was sieht aber so aus? Gut. Nicht gut. Doch gut. Das sieht trotzdem komisch aus. Aber nach Anleitung. Nee. Sag mal doch so. Drüben müsste dasselbe sein. Baugleich. Ja, so. So. Ja. Ja gut, legt euch mal hin. Passt schon. So, und ist dann so. So. Nee, das sieht irgendwie komisch aus. Ha. Stehe ich nicht. Muss ich noch mal kurz gucken. Moment. Also gut, ich habe noch mal geschaut. Nach der Anleitung stimmt das so, wie das abgebildet ist. Obwohl die Gegenseite nicht genauso aussieht. Da gibt es für mich hier Unterschiede, aber ich mache das mal so, wie das im Bauschritt 9 dann auch ist. Bauschritt 9, ist das 9? Ja, das ist trotzdem komisch. Das ist echt komisch. Aber Bauschritt 8 besser gesagt, hier, das Ding da. Das sieht auf der anderen Seite irgendwie anders aus. Gut, die werden schon wissen, was sie tun. Also. So, ich glaube, wir sind mit der Sektion fertig oder beziehungsweise mit der Baufolge. Da waren ja jetzt vier Spanten zu kleben, 1, 2, 3, 4 plus Verstärkung plus diesen. Da ist vielleicht ganz gut, wenn man doch Express nimmt, weil man will ja nicht minutenlang, stundenlang hier halten, bis das Ding sitzt. Das Klötzle ist schön scharfkantig, das rastet ein, also. Da wird auch nichts weggeschoben, deswegen kann ich mich darauf verlassen, dass das Ding hält. Und die anderen zwei Sachen laut Anleitung steht drin, die soll man gut weglegen. Und wenn ich die weglege, muss ich aufpassen, dass ich sie dann auch wieder finde. Okay, Ablagesystem muss ich nochmal überdenken. Morgen geht es zum Baumarkt. Vielleicht finde ich noch einen schönen paar Dosen oder so. Oder sowas ähnliches. Ja, schauen wir mal.
dass ich das Zeug auch beieinander halte. Ansonsten war es das mit der Baufolge 14. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst bei der 15. In dem Sinne, macht's gut, bis später oder bis bald. Wir sehen uns demnächst. Ahoi. Tschüss.